Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespieler und Siedlerfreunde, zu die Siedler 6, Reich des Ostens. Und ja, wir können die Mission gleich neu starten, also Idokun. Weil ich habe so das Gefühl, dass wir durch die Streik und alles das mit dem Eisen vergeigt haben. Und ich wüsste jetzt gerade nicht, wie wir an zusätzliches Eisen kommen sollten. Also sicherheitshalber, dass wir nicht zu viel Zeit verschwenden. Verlassen, neu starten. Unsere Expedition benötigt winterfeste Kleidung und Nahrung. Wir müssen alles Erforderliche bis Ende September in unserem Basislager zusammentragen. Später können wir wegen des rauen Bergklimas nicht mehr aufbrechen. Lasst uns nun das Lager am Flussufer im Westen inspizieren. Neben der Versorgung der Expedition benötigen wir eine bewaffnete Eskorte. Wir müssen Schwertkämpfer ins Basislager beordern. Bis Ende September sollen sie dort bereitstehen. Ja. Wir fangen gleich schon mal damit an, dieses Gebiet zu besetzen. Auf euren Befehl. Dass wir hier an den Fisch kommen. Ei, alles klar. Wir richten gleich eine zweite Gerberei, damit wir die Klamotten haben. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ach ja, und einen Besenmacher auch gleich noch dazu. Wir holen uns hier das Gold. Fische. Und Holz. Bauen die Jägerhütte aus und die Holzfällerhütte. Gerberei und Besenmacher gleich mal aus. Auf euren Befehl. Holen uns das Gold von hier. Verstanden. Schon unterwegs. Die Holzfällerhütte weiter aus. Unsere erste ist ja ausgebaut. Dann bauen wir auch gleich eine zweite Metzgerei. Warten und hoffen, dass Holz eintrifft.
Was hoffentlich bald der Fall ist, dass wir die dritte Holzfällerhütte ausbauen können. Ah, da kommt Holz. Ich hoffe, dass da auch Holz langsam kommt. Ja, da kommt Holz. Damit können wir den Jäger ausbauen. Wir können auch noch gleich eine Seifenmacherei errichten. Damit uns die Putzmittel nicht zu schnell ausgehen. Eigentlich hier noch eine Holzfällerhütte, dass wir schneller an Holz kommen. Verstanden. Okay, dann hoffen wir, dass bald wieder Holz eintrifft. Dass wir die beiden Holzfällerhütten noch ausbauen können. Und ja, ich brauche da dringend ein Badehaus. Weil das Wirtshaus alleine kommt nicht mit dem... hinterher. Oh ja, gut, wir haben Holz. Das heißt, wir können dich ausbauen und dann auch gleich dich. Und können ein Badehaus errichten. Ein Imker hat keine Bienenstöcke. Wir haben allerdings genug Honig. Ja, komm, bring mir mehr Holz. Mehr Holz wäre gut. Erstens könnten wir dann nämlich das ausbauen und zweitens könnten wir noch ein Badehaus errichten. Das erste Mal ausbauen.
Ja, der wird ja auch bald streiken. Oder auch nicht. Also in ungefähr 2 Minuten sollten wir dann anfangen, Rollklamotten und das Brot zu backen. Schon unterwegs. Reinigungsgüter kommen langsam. Da werde ich jetzt mal die Wurst zurückhalten und sie sollen sich erstmal nur vom Fisch ernähren. Da wir ja eh mehr als genug Fisch gerade produzieren. Wir müssen nur die Weiterverarbeitung gewährleisten. Verstanden. So, da fangen wir schon mal mit dem Brot an. Ich habe immer etwas Nahrung bei mir, die ich hungrigen Siedlern in meiner Nähe geben kann. So, Brot ist storniert. Jawohl! Und ja, dafür ist es gerade auch gut, dass wir Elias dabei haben. Gutes Essen. Wer möchte etwas? Denn er kann von Elias Essen haben. So, und die Wollkleidung sollte jetzt auch dann produziert werden. Schon unterwegs. Aber auch stornieren. Auf euren Befehl. Beide Gebäude mal eins ausbauen als nächstes. Ein Karren wurde ausgesandt. Unsere Versorgung mit Wurst ist sichergestellt. Ja, das ist gut. Alles klar. Sofort. Da bauen wir sie gleich mal auf die 3. Stufe aus, dass es schneller geht. Mit dem nächsten beiden Holzfuhren, wenn hoffentlich welche kommen.